Über die aktuelle Lage an den Märkten spreche ich jetzt mit Andreas Wolf, Chefredakteur von DAX Bulletin. Schönen guten Morgen, Herr Wolf. Beim US-Handelsstreit, das ist ja Haushaltsstreit, das ist immer noch unser Thema, da ist kein Ende in Sicht. Wann rechnen Sie denn mit einer Einigung der beiden Parteien? Ja, schönen guten Morgen. Naja, also vorprognostizieren kann man das natürlich nicht, weil es so nach wie vor ein Showdown logischerweise ist. Aber sicher ist eins, dass der Showdown nicht bis zum Ende ausgereizt wird. Das heißt, man wird sich einigen. Und ich denke mal, dass man das über das kommende Wochenende hinweg dann schon einleiten wird. Es sind ja schon Vorsignale da. Also man wird die Züge nicht zusammenstoßen lassen. Und wie könnte das denn den DAX in den nächsten Tagen weiter beeinflussen? Wie wird er abschneiden? Der DAX gibt sich ja relativ robust, wenn man das mal an der amerikanischen Börse sieht, wie die Kurse hier nach unten ziehen. Natürlich auch eher moderaten Stil, aber eben Stück für Stück. Dann macht der DAX immer noch einen sehr robusten Eindruck. Das hat sicherlich damit zu tun, dass auch gerade aus dem englischen und amerikanischen Raum relativ starke Zuflüsse im DAX zu verzeichnen sind. Das heißt, das unterstützt den DAX natürlich noch zusätzlich. Ich denke mal deshalb auch nicht mehr, dass er großartig unter den Bereich 8.400, 8.450 Punkte geht. Das könnte er sicher nochmal erreichen, wenn eben dieser Haushaltsstreit nochmal ein bisschen angefacht wird und es eben keine schnelle Einigung gibt, dann wird die Volatilität ein bisschen zunehmen. Aber im Endeffekt wird der DAX sicherlich über den Bereich die nächsten 3-4 Wochen weiter nach oben gehen. Schauen wir mal drauf, was heute noch auf der Agenda steht. Am Nachmittag, da präsentiert der IWF seinen Ausblick für die Weltwirtschaft. Welche Erkenntnisse erhoffen Sie sich hiervon? Der IWF ist in der Regel also schon etwas konservativere Organisation. Ich rechne nicht damit, dass der IWF irgendwelche Lobeshymnen verteilen wird. Für gewöhnlich wird er wesentlich mehr auf die Schwächen der entsprechenden Länder hingewiesen, und damit rechne ich auch, dass man einfach so ein bisschen Zuckerbrot und Peitsche wieder verteilen wird, wobei es mehr Peitsche als Zuckerbrot geben wird, und das wird sich sicherlich auch an den US-Haushaltsstreit sicher ein bisschen entzünden, aber auch andere Länder werden da ihr Fett wegkriegen. Der IWF ist also ein bisschen in der Mana-Position. Und deshalb ist von dem Bericht jetzt nicht unbedingt da allzu viel Positives zu erwarten. Aber es wird die Märkte im Endeffekt nicht sehr stark beeinflussen. Werfen wir mal einen Blick auf die Unternehmen. Alcoa eröffnet heute Abend die Bilanzsaison, obwohl der Konzern ja mittlerweile gar nicht mehr im Dow Jones gelistet ist. Mit welchen Zahlen rechnen Sie denn? Ja, Alcoa hat ja jetzt über die letzten Quartale immer wieder darauf hingewiesen, dass zwar die ökonomischen Grundumstände schon sich verbessert haben, aber dass natürlich die Stahlbranche an sich nach wie vor noch eher eine verhaltene Auswirkung hat. Ich denke mal, dass wir da jetzt so langsam auch eine Verbesserung in der Prognose sehen werden, die sicherlich wiederum ein bisschen dranhängt, wie sich das mit dem Haushaltsstreit jetzt auswirkt. Da hat man natürlich eine gute Vorlage, wenn man wie Alcoa in der Branche ist, die eher so ein bisschen belastet ist von anderen Umständen, das heißt von Überkapazitäten, dann hat man natürlich da jetzt eine relativ gute Ausrede, wenn man eine kleine Bremse einbauen kann. Das wird der Markt allerdings eben auch nicht überinterpretieren, sondern jede kleine bessere Prognose, Verbesserung in der Prognose wird dann auch dankbar aufgenommen, und ich denke, negative Impulse sind in dem Wert und auch in der Branche wirklich zum größten Teil eingepreist. In dieser Woche, da legen auch die ersten Banken ihre Zahlen vor, JP Morgan Chase und Wells Fargo. Werden die denn genauso starke Ergebnisse liefern wie im letzten Quartal? Zum Teil, das hängt natürlich damit zusammen, beide Banken sind nicht unbedingt in derselben Liga tätig. Das heißt, Wells Fargo ist ein bisschen mehr in dieser Privatkredit- und Hypothekengeschichte tätig, während JP Morgan natürlich mehr im Investmentbanking unterwegs ist. Zum einen, JP Morgan dürfte sicherlich bessere Zahlen vorlegen. Man muss aber immer natürlich sehen, dass das dritte Quartal nicht das stärkste unbedingt ist bei den Banken. Trotzdem, wir sehen an der Übernahmetätigkeit in den USA, dem Wiederaufleben von Mergers and Acquisitions, dass das Investmentbanking jetzt so ein bisschen Renaissance erleben dürfte. Das dürfte sich entsprechend auch auf die Ergebnisse von JP Morgan positiv auswirken. Und bei Wells Fargo ist sicherlich der Hypothekenkreditbereich relativ stark.
in der Entwicklung durch die Erholung des Häusermarktes in den USA. Aber natürlich da ist auch ein bisschen Vorsicht angesagt, wie die Prognose aufgrund der aktuellen Entwicklung dann sich gestalten wird. Ich denke, JP Morgan wird da sicherlich ein Stückchen besser dastehen als Wells Fargo. Andreas Wolf, dann sage ich besten Dank für das Interview, für Ihre Einschätzungen. Sehr gerne. Ihnen schönen Tag.